Wiedergutmachung war angesagt für die Truppe von Martin De Michelis. Nach der 0:5 Klatsche in Burghausen will die U23 des FC Bayern München zurück in die Erfolgsspur finden. Da kommt das Gastspiel beim TSV Rhein genau recht. Alle 8 Partien mit den Schwaben konnten die Münchner bisher für sich entscheiden. Doch der heimische TSV in Rot geht nach dem 1:0 im Nachholspiel gegen Augsburg mit viel Rückenwind in das zweite Heimspiel in Folge. Und beim besten Fritz-Walter-Wetter kamen die Hausherren auch zur ersten Möglichkeit der Partie. Der Schuss von Kevin Gutierrez ist allerdings kein Problem für Johannes Schenk. Die Münchner brauchten ein wenig, um sich auf den schwer bespielbaren Rasen im Georg-Weber-Stadion einzustellen, waren nach einer Viertelstunde aber zur Stelle. Rheins Hintermannschaft bekommt eine Flanke von Jan Herrmann nicht richtig geklärt und so kann Desiree Segbe zur frühen Führung abstauben. Die Gäste blieben auch in der Folge weiter auf dem Gaspedal und legen nach einer knappen halben Stunde gleich das zweite nach. Wieder ist es Segbe, diesmal erzielt der Kumpel von Sadio Mané den Treffer durch einen schönen Kopfball. Optimaler Start für die Bayern-Amateure. Wenig später wieder die Münchner. Angelo Brückner kommt kurz vor der Strafraumgrenze zum Abschluss, zielt aber links am Tor vorbei. Von Rhein bis dato nicht wirklich viel zu sehen, kurz vor der Pause kam der TSV aber unerhofft zur Riesenchance aufs 1:2. Bayerns Hintermannschaft gleich mit 2 missglückten Rückpässen in Folge, doch Schenk kommt rechtzeitig aus seinem Kasten und kann die Situation noch klären. Der Nachschuss segelt übers Tor. Das war auch die letzte Chance in Durchgang 1. Die Bayern-Amateure führen hier verdient mit 2:0. Nach der Pause gingen es die Gäste aber dann etwas ruhiger an und ließen den TSV kommen. Nach einer guten Stunde dann die erste gefährliche Situation in der zweiten Hälfte. Leo Benz wird im letzten Moment noch am Kopfball gehindert. Diese Chance war gewissermaßen der Weckruf für die Münchner, die in der Folge wieder mehr investierten. Erst setzt Brücken einen satten Schuss am Tor vorbei. Wenig später klärt Fabian Oettinger stark gegen Lukas Copado zur Ecke. Diese nutzen die Münchner dann aber zur Vorentscheidung. Justin Janicek steigt am höchsten und nickt zum 3:0 ein. Rhein probierte zwar nochmal alles, lud die Bayern aber damit regelrecht zum Kontern ein. Copado muss nach einem starken Solo eigentlich das vierte machen, doch die Kugel rollt rechts am Tor vorbei. Das war aber dann auch die letzte Aktion des Spiels. Die Bayern-Amateure gewinnen sehr souverän mit 3:0 in Rhein. Ja, Glückwunsch an Bayern zum verdienten Sieg. Wir haben heute leider viel dazu beigetragen. Das, was wir die letzten Wochen gut gemacht haben, war heute nicht gut. Wenn man dann gegen eine U23 2 Kopfballtore bekommt, das darf uns so nicht passieren. Ja, damit wir dann gegen Bayern was mitnehmen, muss man auch mit mehr Körperlichkeit verteidigen. Wir hätten auch selber mutiger sein müssen. Ich finde, aus der Halbzeit sind wir dann nochmal gut rausgekommen. Haben dann auch ein paar Aktionen im 16er, wo aber auch immer so der letzte Tick fehlt. Ja, und dann mit dem 3:0 war das Thema dann durch. Trotzdem muss ich die Jungs loben, ja, wie die Moral dann auch war, wie jeder wirklich bis zum Ende, bis zum Schluss da noch versucht hat, alles aus sich rauszuholen nach dem Programm, was wir hatten. Und ja, davon lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen und schauen wir, dass wir nächste Woche wieder angreifen. Nach einer harten Niederlage für Stuttgart haben wir gegen Burghausen bekommen. Jetzt haben wir heute fast nicht zugelassen, kompakt gestanden und 3 Tore geschossen. Deshalb nicht nur 3 Punkte geholt, sondern auch viele gute Dinge. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren sehr, sehr dominant. 2 Tore gemacht, Chancen nach vorne kriegen, Gegner nicht. Gegner hatten die Mittelwoche gegen Augsburg hier gewonnen, deswegen, die waren gut drauf. Es ist nicht einfach hier zu gewinnen. Ich bin voll zufrieden. Die De Michelis Elf findet also nach dem Burghausen-Debakel zurück in die Erfolgsspur und fegt den TSV Rhein mit 3:0 vom Platz. Damit klettern die Münchner auf Platz 9 der Tabelle. Die Schwaben bleiben dagegen weiter auf einem Relegationsplatz hängen.